willkommen zu einem neuen Beitrag. Und damit willkommen zu einem der täglichen Notstandsvideos in der Zeit der verschärften Vorschriften. Liebe Mythengemeinde, es gibt eine ganze Menge Berichte über Menschen, die vor den Augen anderer einfach so verschwunden sind. Und das eben dort, wo das Leben der Menschen stattfand, also nicht unbedingt jetzt in den Wäldern, sondern eben auch in Städten, auf Plätzen oder auf Straßen. Um zu verstehen, worum es dabei geht, wenn man von dem Verschwinden von Menschen redet, da sollte man sich ein paar dieser Vorfälle einmal anhören. Denn es geht nicht um die Art des Verschwindens, bei der man sagt, ich habe meinen Kumpel Hugo Klonz jetzt schon seit 5 Tagen nicht mehr gesehen, wo ist er denn? Sondern es geht darum, dass Menschen vor den Augen anderer Menschen einfach verschwanden. Binnen Sekunden. Und weil es zu diesem Thema nicht allzu viel Bildmaterial gibt, gehen wir jetzt ein bisschen spazieren und schauen uns das Ganze einmal an. Das Fate Magazine, das hatte sich mit diesen Fällen einmal etwas näher beschäftigt. Und darin wurde dann ein Fall aus England geschildert. Es geht dabei um die Mannschaft eines LKWs der Müllabfuhr. Die waren zu 5 unterwegs und saßen in ihrem LKW. Das war so diese Art LKW, der vorne 3 Sitze hat und hinten etwas erhöht noch einmal 2 Sitzplätze. Die 5 Kollegen saßen also in diesem LKW und sie fuhren über eine Landstraße, die links und rechts leicht bewaldet war. Der Fahrer des LKWs, der fuhr recht langsam, denn dieser Streckenabschnitt, den sie befuhren, der war dafür bekannt, dass zu dieser Jahreszeit, als dieser Vorfall war, dort sehr viel Wildwechsel stattfindet. Die Situation, die wurde dann von allen 5 Insassen dieses LKWs gleich beschrieben. Auf der Gegenfahrbahn, noch etwas weiter entfernt, da kam ihnen ein LKW entgegen. Zur gleichen Zeit, etwa 150 Meter vor ihnen, da betrat aus diesem lichten Wald am Rand ein älterer Mann die Straße. Und der überquerte sie recht langsam. Also verringerte der Fahrer des LKWs dann schon einmal die Geschwindigkeit und alle 5 konnten den Mann sehen. Dieser überquerte die Straße aber sehr, sehr langsam, so dass der Fahrer des LKWs noch einmal die Geschwindigkeit verringerte. Der LKW, der ihnen entgegenkam, der näherte sich derweil und der machte offensichtlich keine Anstalten, die Geschwindigkeit zu verringern. Und so wie der Fahrer des Müllwagens die Situation einschätzte, da würde der LKW den älteren Mann überfahren, wenn er diese Geschwindigkeit beibehalten würde. Also ließ er einige Male das Fernlicht aufblinken, damit der Fahrer des entgegenkommenden LKWs aufmerksam würde. Aber der schien nicht zu reagieren und anscheinend hielt er die Geschwindigkeit bei und näherte sich immer weiter dem Mann. Und dann erreichte er ihn und er rauschte an diesem Mann vorbei in einer Entfernung, dass die Insassen des Müllwagens davon ausgingen, dass er ihn noch irgendwie erwischen würde, aber das war wohl nicht der Fall. Der ältere Mann, der setzte seinen Weg aber auch einfach sofort und verschwand dann kurz hinter diesem weißen LKW. Es waren vielleicht 1 oder 2 Sekunden, in denen der Mann durch den LKW verdeckt war. Und als dieser LKW dann weiterfuhr, da war der Mann verschwunden. Einer der Männer fragte, wo ist denn der Alte jetzt? Und alle sahen aus dem Fenster und schauten herum, aber niemand konnte ihn mehr sehen. Der Fahrer des Müllwagens, der fuhr dann langsam weiter bis zu der Stelle, ungefähr die Stelle, wo der Mann hinter dem LKW verschwand, aber dort war nichts. Einer der Männer, der fragte noch, ob der Mann vielleicht irgendwie am LKW hängen geblieben sei und jetzt da mitgeschleift würde. Der Fahrer sagte aber, dass er in den Rückspiegel geschaut hätte, als der weiße LKW an ihnen vorbeigerauscht wäre. Und da wäre nichts gewesen. Ziemlich verwirrt über den Verbleib des Mannes, da setzte die Besatzung des Müllwagens die Fahrt und ihre Arbeit fort. Nun ist es gleich so, dass 5 Personen diesen Mann gesehen haben und 5 Personen haben diese Situation verfolgt. Können sich 5 Personen derart täuschen, dass alle einen Mann sehen, der die Straße überquert und dass der weitere Verlauf dann ebenso ist wie beschrieben? Alle sagen, sie hätten diesen Mann eindeutig gesehen und man hätte zusammen beobachtet, wie er diese Straße überquerte. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, warum der Fahrer des entgegenkommenden LKWs diesen Mann offensichtlich nicht gesehen hat. Wenn dort nichts war und alle 5 Insassen wurden gleichermaßen von etwas getäuscht,
Was kann es denn dann gewesen sein? Ein sehr merkwürdiger Bericht, der stammt aus einem New Yorker Vorort. Und dieser Bericht, der stammt von zwei Polizisten, die dort Streife fuhren. Die beiden kamen an eine Kreuzung und an dieser Kreuzung, da war eine Ampel und sie mussten halten. Vor ihnen stand allerdings noch ein PKW. Am rechten Fahrbahnrand, da stand ein Junge und dieser Junge, der wartete dort, dass die Fußgängerampel für ihn grün anzeigen würde. Als dies geschah, da überquerte er die Straße. Als er jedoch auf der anderen Seite ankam, da drehte er sich herum und ging zurück. Der Polizist schrieb in seinem Bericht, dass er in diesem Moment annahm, dass der Junge auf dem Zebrastreifen irgendetwas verloren hätte, das er dann sah und es aufheben wollte. Der Junge ging also bis ungefähr zur Mitte des Zebrastreifens. Dort wurde den Polizisten aber durch das vor ihnen stehende Fahrzeug die Sicht auf diesen Jungen versperrt. Dann wurde die Fußgängerampel rot und die Ampel für die Fahrzeuge, die schaltete auf grün, aber der vor ihnen stehende PKW, der fuhr nicht los. Stattdessen stieg der Fahrer aus. Er ging vor seinen PKW und kniete sich dort offensichtlich hin. Die beiden Polizisten, die schauten sich kurz an, aber dann stiegen sie aus, um nachzusehen, was dort im Gange war. Als sie zu dem Mann kamen, da kniete der immer noch dort und schaute unter sein Fahrzeug, so als ob er etwas suche. Die beiden Polizisten sprachen den Mann an, ob sie ihm irgendwie helfen könnten, und dieser sagte ihnen, dass gerade vor seinem Fahrzeug ein Junge war und der hätte sich gebückt und dann wäre er nicht mehr aufgetaucht. Die beiden Polizisten hatten diesen Jungen ja auch gesehen und sie bestätigten dem Fahrer seine Beobachtung. Auch sie schauten dann noch einmal unter den Wagen, aber der Junge, der war nicht dort. Der Fahrer schilderte dem Polizisten noch einmal die Situation, dass der Junge vor sein Fahrzeug kam und sich dann bückte, so als ob er etwas aufheben wollte, aber dann eben nicht mehr hochkam. Er war weg. Auch die beiden Polizisten, die haben den Jungen dann natürlich nicht mehr gesehen. Wenn er hochgekommen wäre und wäre dann zur Straßenseite gegangen, an der er ursprünglich stand, dann hätten die Polizisten ihn gesehen. Wäre er wieder zurück zur gegenüberliegenden Straßenseite, wo er in diesem Moment gerade herkam, dann hätten sie ihn erst recht gesehen. Die drei Männer, die sahen sich um, ob sie den Jungen vielleicht irgendwo entdecken könnten. Aber von dem war weit und breit nichts mehr zu sehen. Ja, was mag dort geschehen sein? Hatten da mehrere Personen völlig unabhängig voneinander, weil sie in verschiedenen Fahrzeugen saßen, eine gemeinsame, gleichartige Halluzination? Und wenn der Junge wirklich dort war und hat sich dann vor dem Fahrzeug gebückt, so als ob er etwas aufheben wollte, wo kann er dann hin sein? Ein Mann aus Deutschland, was selten genug vorkommt, dass von hier mal jemand etwas schreibt, der hat etwas geschildert, das ihm in seinem Kroatienurlaub passiert ist. Er gab an, dass er seinen Hund mit im Urlaub hatte und dass er mit seinem Hund einen Spaziergang machte. Der Weg, auf dem er ging, den beschreibt er als kerzengeraden Schotterweg. Es gab da keine Abzweigungen oder so etwas. Rechts von ihm, da befanden sich ein paar Büsche und links von ihm war Feld. In der Ferne, da sah er eine Person auf sich zukommen und auch wenn diese Person noch recht weit weg war, da konnte er erkennen, dass es eine alte Frau war, die an einem Stock in sehr gebückter Haltung ging. Und beim Näherkommen, da bestätigte sich das. Er beschrieb die Frau als dunkel gekleidet mit einem langen Rock und mit Kopftuch. Und die alte Dame, die bewegte sich sehr langsam und behäbe, so wie er beschrieb, hatte sie wirklich echte Schwierigkeiten, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und er wunderte sich noch, was diese Frau so weit weg vom nächsten Haus auf diesen einsamen Weg machen würde. Als er an ihr vorbeiging, da grüßte er sie und die Frau grüßte dann kopfnickend zurück. So gingen sie dann aneinander vorbei, eine völlig normale, absolut unauffällige Situation. Bevor der Mann diese ältere Dame erreicht hatte, da hatte er seinen Hund aber an die Leine genommen. Er schrieb, dass sein Hund ganz harmlos sei und man vor dem alles andere als Angst haben müsste, aber er neige dazu, andere schon einmal freudig anzuspringen. Und wenn er das bei der alten Dame gemacht hätte, so befürchtete der Mann, da hätte er sie wahrscheinlich umgerissen, also hatte er ihn an die Leine gelegt. Er ließ seinen Hund an der Leine und ging noch eine Minute weiter. Dann wollte er sich herumdrehen und schauen, ob die alte Dame weit genug weg war, dass er seinen Hund wieder von der Leine lösen konnte. Aber die ältere Frau, die war nicht mehr auf dem Weg. Die war weg.
Aber wie konnte das sein? Diese Frau, die bekam kaum einen Fuß vor den anderen gesetzt und dann soll sie sozusagen gelaufen sein, damit sie aus seinem Sichtfeld verschwindet? Der Mann schrieb, dass ihm der Gedanke kam, dass diese Frau vielleicht irgendwie ins Torkeln geraten war und dann ins Gebüsch gefallen sei. Also lief er zurück an die Stelle, wo er sie zuletzt gesehen hatte, aber da war sie auch nicht. Er ging dann noch weiter den Weg ab, den er gekommen war, und schaute in jedes Gebüsch rein, das dort stand. Diese ältere Frau war weg. Er beschrieb die Gegend als flach und weit einsehbar. Es gab dort nichts, wo man hätte hingehen können, um sich irgendwie unterzustellen oder wo er die Frau hätte nicht sehen können. Es waren einfach nur Felder. Das Ganze sei einige Jahre her, aber bis heute würde er sich darüber Gedanken machen, wo diese Frau hin sein könnte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, sich dort irgendwie zu verstecken. Und vor allem nicht, wenn man diese eingeschränkte Fähigkeit des Gehens hatte, wie diese Frau sie offensichtlich besaß. Eine Frau aus einem kleinen Ort in Südspanien, die hat einen Bericht geschrieben und darin erzählte sie folgende Geschichte. Sie schrieb: Ich wuchs in einem kleinen Ort auf, der im Süden Spaniens liegt. Es war dort wirklich nicht viel los. Das Gemeindeleben, das spielte sich an so einem runden Marktplatz ab, um dem herum einige Geschäfte waren, unter anderem auch ein Eiscafé. Als ich 15 Jahre alt war, da saß ich an einem Sonntag mit meinem Freund in eben diesem Eiscafé. Mit uns am Tisch, da saß ein Freund von ihm und die beiden unterhielten sich angeregt über Dinge, die mich nicht sonderlich interessierten. Also schaute ich gelangweilt aus dem Fenster. Wenn man in der Woche in diesem Ort schon kaum jemanden sah, so war es sonntags so, dass er wie ausgestorben war. Deshalb fiel mir sofort eine junge Frau auf, die sich auf diesem Marktplatz befand. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen. In der Mitte des Marktplatzes, da gab es einige Bänke und auf einer dieser Bänke, da hatte die Frau sich hingesetzt. Mir fiel auf, dass sie sich ständig umsah, so als ob sie nach jemandem Ausschau hielt. Dann stand sie plötzlich auf und ging los, so als ob sie diesen Marktplatz verlassen wollte. Sie ging dabei dicht an einem Baum vorbei. Dieser Baum war nicht besonders dick, vielleicht so dick wie eine Straßenlaterne, aber sie kam auf der anderen Seite nicht hervor. Gerade hatte ich meinen Kopf noch auf die Hände gestützt, aber da setzte ich mich gerade auf. Wo war diese Frau hin? Sie ist nur an diesem Baum vorbeigegangen und war verschwunden. Das ließ mir keine Ruhe und so stand ich auf und ging eilig auf diesen Marktplatz hinaus. Ich schaute in alle Richtungen, ich ging zu diesem Baum hin, aber von der Frau war nichts mehr zu sehen. Bis heute denke ich sehr oft an diese Sache und ich gehe in meinen Gedanken immer und immer wieder alle Möglichkeiten durch, die mir das Ganze erklären könnten, aber ich finde einfach keine logische Erklärung für das, was ich beobachtet habe. Eine ganz ähnliche Geschichte, die kommt von einem Mann, der jetzt keine Länderangabe gemacht hat, wo er herstammt. Er erzählte, dass er über so eine Art Damm ging, aber auf diesem Damm, da standen weit auseinander jeweils ein paar dicke Bäume. Und die Seitenränder dieses Dammes, die fielen dann steil ab. Der Weg war relativ gerade und es gab dort dann auch keine Abzweigung und er sah dann in einiger Entfernung, dass ihm da eine sehr große Gestalt entgegenkam. Zunächst eine ganz normale Situation, wahrscheinlich ein Spaziergänger, aber irgendwann blieb dieser Mann stehen und schaute in seine Richtung und danach versteckte er sich hinter so einem dieser dicken alten Bäume. Der Mann, der diesen Bericht abgab, der sagte, dass ihn in diesem Moment so ein bisschen unbehaglich wurde. Hat der andere Mann sich da vielleicht nur an den Baum gestellt, um mal kurz auszutreten, oder lauerte er dort, dass jemand vorbeikommt, um ihn dann zu überfallen? Da der Mann zu einem bestimmten Ort wollte, den er nur über diesen Damm erreichen konnte, da musste er wohl oder übel weitergehen und so zog er die zweite Möglichkeit, dass er vielleicht überfallen werden sollte, in Betracht und bereitete sich entsprechend vor. Er hielt also den Baum im Auge, hinter dem sich der Mann augenscheinlich versteckte. Dann kam er zu diesem Baum, aber der Mann war nicht dort. Der Zeuge schrieb, er hätte diesen Baum in keine Richtung verlassen können, ohne dass er es hätte sehen können. Absolut unmöglich. Aber der Mann war nicht mehr dort.
Der Berichtsschreiber, der begann damit, sich umzusehen. Er schaute auf die eine Seite des Damms, auf der ein großes Feld war. Da konnte er niemanden sehen. Und auf der anderen Seite des Damms, wo ebenfalls ein Feld war, da konnte er auch niemanden sehen. Dieser Mann war verschwunden. Ja, meine Lieben, das waren jetzt mal so einige Berichte, von denen es wirklich sehr viele gibt. Die ersten Berichte dieser Art, die ich gefunden habe, die stammen aus dem Jahre 1870. Kann es sein, dass unser Blick, unsere Wahrnehmung so getrübt ist, dass wir uns diese Dinge einfach nur einbilden? Dagegen sprechen dann aber eigentlich die Berichte, von denen ich jetzt nur zwei hier hatte in diesem Video, wo gleich mehrere Leute die gleiche Beobachtung machen. Man verliert natürlich schon einmal jemanden aus den Augen, zum Beispiel in einem großen Gedränge oder so, aber ich denke, man hat ja erkannt, dass es um derartige Fälle nicht ging. Aber trotzdem, waren das jetzt außergewöhnliche Beobachtungen? Ist da etwas Außergewöhnliches passiert oder hat man sich einfach nur täuschen lassen? Wenn ihr mögt, dann schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Meine Lieben, eine Liste mit den bisherigen Notstandsvideos, die findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut einmal rein, vielleicht habt ihr ja irgendeines dieser Videos verpasst. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt von der Mystery Bande, Videos, die es auf YouTube zum Beispiel gar nicht gibt, dann besucht einmal unsere Webseite www.mysterybande.de. Wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.